Jetzt kommt ein Mann zu uns, der eine absolute Comedy-Legende ist. Seit vielen, vielen Jahren ist er unterwegs, häufig im Sitzen, heute im Stehen. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Rüdiger Hoffmann. Ja, hallo erstmal. Ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten, aber meine Bekannte hat mich ja neulich mal zu so einem Wellness-Wochenende überredet. Das war vielleicht eine Scheiße. Ja, ich wollte ja eigentlich wieder mit den Jungs nach Holland fahren, so wie jedes Jahr. Aber okay, letztes Mal war es echt ein bisschen hart gewesen, das gebe ich zu. Boah, was hatten wir alle einen Schädel danach und noch wochenlang diese Schmauchspuren am Hintern vom Fürze anzünden. Ja, da musste ich ihr versprechen, dieses Jahr mal was Gesünderes zu machen. Sie hat dann für mich mitentschieden und zwar ein romantisches Wellness-Wochenende im Sauerland. Ach du Scheiße, ich war echt sauer. Ja, das ging schon an der Rezeption los, ne? Da gab es so einen Begrüßungssekt, da habe ich Sodbrennen gekriegt, da war mein Magen auch noch sauer. Da hatte ich auch totale Kopfschmerzen irgendwie. Dummerweise hatte mich meine Bekannte für so eine Klangschalenmassage eingetragen. Ja, setzt mir da also so ein Esoterik-Schluffi, so eine riesige Klangschale mitten auf die Stirn, ne? Und haut da volles Rohr mit so einem Holzklöppel drauf, wie ich mich denn jetzt fühlen würde. Ich sag, hör mal, Meister Mini-Pimmel. Ich sag, noch so ein Ding und ich schieb dir deinen Holzklöppel in den Arsch. Ja. Und verkauf dich an René Marik als Stockhandpuppe. Du. Ja, eigentlich wird da wohl noch so ein Klangschalenkissen dazwischen gehören, meinte das Esoterik-Frettchen. Aber das hätte er wohl irgendwie verlegt an dem Tag. Ja. Klar, genau wie sein Resthirn. Ja, da bin ich schnell raus an eine frische Luft, hab mich noch für so einen Golf-Schnupperkurs eingetragen. Und das war echt klasse, so an der frischen Luft. Da waren die Kopfschmerzen auch schon fast weg. Bis dieser Typ neben mir mit seinem Neunereisen-Eimer so voll durchgezogen hat. Da waren sie wieder da. Und ich war kurz weg. Dann hatte ich nur so eine kleine Platzwunde am Kopf, haben sie mir aber schnell genäht in der Wäscherei. Und als ich dann mit diesem alten Bettlaken als Kopfverband zurückgekommen bin, hatte ich wohl so ein bisschen Ähnlichkeit mit so einem indischen Yogalehrer, bei dem diese ältere Dame da scheinbar eine Einzelstunde gebucht hatte. Da habe ich auch gedacht, ach komm, warum nicht? Bisschen Spaß muss sein. Ich sag, ich bin der Herr Spaß. Der Herr Mahatma Spaß. Ja, wir haben dann erstmal einen Kopfstand gemacht. Danach war die Stunde eigentlich auch schon beendet. Schon toll, wie schnell Yoga Menschen verändern kann. Ich hatte jetzt so einen Presslufthammer-Kopfschmerz und sie eine Halskrause. Danach hatte ich dann so eine indianische Hopi-Ohrkerzenbehandlung. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, da liegt man so auf der Seite, kriegt so eine Kerze ins Ohr geschoben, die wird dann angezündet und brennt so langsam runter, ne? Normalerweise. Das Blöde war nur, dass Meister Mini-Pimmel nochmal nach seinem Klangschalenkissen suchen wollte und das Teil komplett runtergebrannt ist, ne? Und wupp, stand mein Kopfverband in Flammen. Ne? Jetzt frage ich mal so, wie dämlich muss man eigentlich sein, um zu glauben, dass man Feuer mit Franz Branntwein löschen kann? Ja, wahrscheinlich, wenn man Gehirn hat, so groß wie eine Amöbe und am liebsten Menschen mit Klangschalen foltert. Ja, ich bin dann einfach aufgesprungen, habe meinen Kopf schnell in so eine Fangowanne gesteckt. Die war aber leider schon auf Betriebstemperatur. Ja, und als ich dann so schreiend durch die Gänge gelaufen bin, hatte ich wohl so ein bisschen Ähnlichkeit mit Freddy Krüger und Roberto Blanco. Im Grunde beides schon schlimm genug. Die alte Dame vom Yogakurs ist kreischend weggelaufen. Ich sag, ich bin's doch nur, man hat mal Spaß. Ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein.
abends beim Candlelight-Dinner meinte meine Bekannte so, Mensch, das tut dir ja richtig gut, du hast ja schon richtig Gesichtsfarbe gekriegt. Als wir dann zurück waren, musste ich doch noch mal schnell nach Holland mit den Jungs, auch einfach um innerlich wieder in so ein Gleichgewicht zu kommen. Nur unser Norbert, der hat es nicht so gut verkraftet. Der hat beim Fürzeanzünden halt ein bisschen zu viel Gas gegeben, kann man sagen. Der musste dann auch noch lange im Krankenhaus bleiben. Er musste sogar noch rektal ernährt werden. Aber seinen Humor hat er eigentlich nie verloren. Ich weiß noch, einmal hat er die Schwester gefragt, ob sie noch einen zweiten Schlauch hätte. Er würde sie gerne mal zum Essen einladen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Danke. Da ist er.